Fußball 2000, wir sind wieder da. Es ist die Reaktion um 4.36 Uhr, liebe Leute. Ich sag's gleich, wie es ist. Wir sind ausgeraubt worden. Es ist tatsächlich einfach so. Unser Auto ist geknackt worden. Ich habe kein Notebook mehr dabei. Deswegen kann ich die Folge jetzt auch nicht großartig schneiden. Also das Notebook ist geklaut worden, Schlüssel geklaut worden. Alle Koffer raus. Ich bin kofferlos. Kofferlos. Ich muss sehen, wie ich wieder heimkomme. Aber wir kommen zumindest irgendwie heim. Und dann mit 3 Punkten, lieber Basti. Denn es war ein unfassbar wildes Spiel. Vorher absolut wild. Kriegsartige Szenen. Was kannst du mir zu diesem absurden Unterfangen sagen? Es war wirklich ein absurdes Unterfangen. Wir hatten es gerade schon besprochen, das war die extremste Auswärtsfahrt in so vielen Belangen ever. Ja. Also von den Strapazen her, von diesen Luftarmutszuständen in irgendwelchen Bussen, von Backsteinen, die durch Busscheiben geflogen sind, das ist nicht von Polizisten, die uns nicht helfen wollten, von Autos, wo Scheiben eingeschlagen worden sind, die Kofferraum aufgemacht, alle Koffer rausgeklaut, wir verfolgt wurden von irgendwelchen Motorradfahrern. Schon gestern. Aber, pam, 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 der erste Champions-League-Sieg von Eintracht Frankfurt in der Geschichte dieses ruhmreichen Vereines geht fast ein bisschen unter. Ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben. Ich finde es gut, dass du es erwähnt hast, denn, na klar, ich habe jetzt irgendwie einen Verlust von über 2000 Euro. Ist jetzt ein bisschen ungünstig. Schöne Grüße übrigens an die Franzosen und Französinnen, die jetzt meine Unterwäsche haben. Viel Spaß dabei. Es ist noch nicht gewaschen. Wir sind übrigens hier, weil wir nichts anderes zu essen bekommen haben, hier bei einem Pizzaautomaten. Pizza. Und wir warten noch rund 50 Sekunden. Und es regnet. Und es regnet. Ich sag mal so, was soll da noch schiefgehen? Was soll da noch schiefgehen? Aber du hast vollkommen richtig gesagt, denn ist zwar teuer erkauft, der Sieg, aber die Eintracht fährt mit den allerersten 3 Punkten, die sie in der Champions League überhaupt jemals geholt haben, heim. Und ich muss sagen, wenn ich mir gerade die zweite Halbzeit angucke, es gab so 70. Minute so eine kleine Druckphase von Olympique. Aber am Ende muss ich sagen, die Eintracht hat hochverdient dieses Spiel gewonnen. Tatsächlich fast zu niedrig. Also du hattest dieses Kamada-Abseits, wo sein Zehennagel im Abseits war. Ja. Dann hattest du Muani mit einer Riesenchance und ich glaube nochmal Lindström, Muani den Ball zurücklegt. Also du musst eigentlich unsere Nerven schon dieses Spiel früher zumachen, hast es aber trotzdem gut geschafft. Ich fand die Eintracht defensiv sehr, sehr gut. Du hast dadurch, dass du OM auch aus dem Spiel genommen hast, das Publikum ein bisschen aus dem Spiel genommen. Also ich muss sagen... Guck mal hier, das ist kein Witz, die Pizza ist fertig. Ja. Komm doch mal auf. Oh yeah, Alter. Also natürlich nicht, das ist natürlich nicht geschnitten. Ja. Hier, die werden ja wohl nachts hier werden ja wohl eine Gabel dabei haben. Gut, das frustriert mich jetzt ein wenig. Aber, Medi hat doch ein Messer dabei. Medi hat nächstes Messer, weil die haben die Franzosen und Französinnen nämlich nicht mitgenommen. Ja? Merkwürdigerweise haben die auch mein Mario Götze-Trikot im Kofferraum gelassen. Hatten sie wohl keine Lust drauf. Hatten sie keine Lust drauf, was soll man sagen? Aber es war, wie gesagt, ein Bilderabend, du hast eben richtig angesprochen, vollkommen verdient gewesen. 60. bis 70. hat eine Druckphase von Olympique da, war Kevin Trapp zur Stelle, wieder sehr sicher gehalten heute, muss man tatsächlich sagen. Es war sehr wild, ein Fan wurde schwerer verletzt durch die absolut absurden Pyro-Attacken. Darüber werden wir wahrscheinlich am Montag nochmal zu sprechen sein, aber an dieser Stelle Gruß dahin, denn der Zustand scheint stabil zu sein. Es ist vollkommen absurd, dieses Spiel so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber wir wollen natürlich jetzt auch kurz die sportliche Perspektive beleuchten, denn wir haben am Montag darüber gesprochen. Es ist so, das ist so ein Spiel, da kann was passieren bei der Eintracht. Ja, und jetzt bin ich mal natürlich gespannt, wo die Probleme jetzt herkommen. Ja? Ich bin mal gespannt, was die typischen Schreiber und Schreiberlinge jetzt da dazu haben. Ja? Aber ich würde sagen, die Eintracht hat bewiesen, dass sie es auf hohem Niveau jetzt auch kann. Tatsächlich. Und ich habe es aber auch schon am Montag gesagt, in der Folge mit Sean und Stefan aus dem Rumors, du musst in Stuttgart jetzt nachlegen. Ja. So, du musst jetzt in Stuttgart nachlegen, weil ansonsten hast du schon wieder die Diskussion. Wenn du aber jetzt, und ich glaube danach sogar Länderspielpause, genau, mit einem Dreier in Stuttgart irgendwie die nächsten Wochen bestreitest, glaube ich, dass die meiner Meinung nach von manchen gewollte Unruhe dann vielleicht ein bisschen weg ist und sollte auch nur ein bisschen was an diesen Unruhe-Prophezeiungen dran sein, diese Dinge vielleicht einfach geklärt werden können. Das in der Länderspielpause, weil ich glaube, was soll man jetzt noch irgendwie was herbeigeistern, wo man sagt, Krösche und Glasner sind sich nicht einig über den Kader. Ich glaube, die sind beide professionell genug zu wissen, man kann diesen Kader jetzt nicht mehr ändern. So. Und sollte er irgendeine Dissonanz sein, was Finanzielles und Wünsche betrifft, muss es vielleicht im Winter nochmal machen und oder Glasner muss die Kröte fressen und sagen, hey,
Hat er ja heute gemacht. Akzeptiere es und hat heute umgestellt. Wieder umgestellt. Dreierkette. Wir waren mit Hasebe, einem der bestimmten absoluter Männer. King, Bruder. Unfassbar. Alter. In diesem Alter immer noch ein absoluter Samurai. Also insofern, nein, ich habe wirklich den höchsten Respekt davor. Das war eine sehr gute Umstellung. Lindström hat sein das allererste Champions-League-Tor für die Eintracht jemals geschossen. Da freue ich mich sehr. Eine super Leistung gezeigt. Kolumbani wieder sehr, sehr aktiv gewesen. Der reingekommene Rode mit ein, zwei unfassbaren Pässen. Also wir sehen, es funktioniert bei der Eintracht, es kann bei der Eintracht funktionieren. Ich hoffe, dass die nächsten Siege und der Champions League nicht ganz so teuer erkauft werden. Ich werde mir jetzt demnächst Gedanken machen, ob ich überhaupt noch mal irgendwann ein Notebook mit nach Hause, wenn ich unterwegs bin, nicht mit nach Hause, sondern irgendwie woanders mit hinnehme. Aber wir freuen uns jetzt erstmal. Du bestellst jetzt auch eine Pizza. Zeig mir mal den Bestellprozess. So. Du musst mir den bezahlen. Also, guck mal, wir stellen jetzt erstmal, wir sind übrigens hier vollkommen in der Walachei. Wir sind vollkommen in der Walachei. Und natürlich. Ja, gut, nicht in der Walachei, aber in der französischen Walachei. So, wir machen ohne Konto, fahren wir fort. Und jetzt ist natürlich die Frage, was willst du? Ich hätte gern Salami, ich weiß aber nicht, was Salami heißt. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ja, siehst du. Aber die sehen auch alle gleich aus in der Produktion. Geht's hier noch weiter vielleicht? Ach, bitte. Ah, ja. Na gut, also gut, ist schwierig. Ja, Raclette nicht schlecht. Die sind auch kalt. Ja, genau. Okay, guck hier, da steht Chambon, also hier Schinken. Ja, genau, Emmental. Ach ja, guck mal, da können wir natürlich gucken. Gehen wir nochmal zurück. Wäre aber kein Schinken. Dann Chalo, guck mal, ja, Charol. Guck mal hier, Viande. Das ist Hackfleisch. Nee, ist Fleisch halt. Das ist gut. Nehmen auch das, oder können wir hier gucken. Union, Tomaten. Nein, aber wir ziehen das jetzt durch, meine Freunde. Ihr müsst mit uns leiden, wie wir hier an einem Pizza-Automaten stehen. Hier, ich würde das bestellen. Ich glaube, es ist am besten. Ja, was war das nochmal? Das war mit dem schönen Rindfleisch. Hier, super Rind. Super Rind. Ja. Sehr gut. Komm. Super Rind. Eine heiße Lieferung will ich auch haben. Und dann bestätigen Sie die Bestellung. Bezahlen Sie die Bestellung. So, und jetzt, liebe Leute, der Prozess. Wir werden sehen. Ich habe ja jetzt hier schon eine Pizza. Das ist auch kein Product Placement, denn mit Frankreich haben wir nichts zu tun. Und nee, das will ich auch nochmal sagen. Ich werde diese Restmüllhalde Marseille nie wieder besuchen. Alter. Damit abschließende Worte, ihr Lieben. Macht's gut, bis bald. Nie wieder Marseille.